wenn man über Freiheit redet, dann kommt gern immer mal irgendwann dieses Zitat aus einem amerikanischen Volkslied, ich glaube, ich habe es schon mal zitiert. Freiheit heißt, oder Freiheit ist ein anderes Wort dafür, nichts mehr zu verlieren zu haben. Das klingt erst einmal irgendwie so rebellisch und hey, wir sind jetzt die freien Rebellen, wir steigen einfach in unseren Chevrolet und dann sausen wir die Landstraße hinunter und haben nichts mehr zu verlieren. Das ist aber ziemlich snobistisch, weil wenn man wirklich nichts mehr zu verlieren hat, also wenn man jetzt, sagen wir mal jetzt bei 0 Grad nackt auf der Straße steht, das ist gar nicht so romantisch, stelle ich mir vor. Andererseits habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir, oder ich zumindest, ich kann ja immer nur von mir sprechen, dass man sich irgendwie nach diesem ganzen Terror und diesem Wahnsinn der letzten 2 Jahre, dass da irgendwie ein Gefühl von Freiheit entstanden ist. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht liegt es an den Sachen, die wir verloren haben. Ich weiß ja jetzt nicht genau, ich kann wieder nur für mich sprechen. Das muss man halt einmal zusammenrechnen. Was haben wir denn jetzt eigentlich verloren? Also das erste Mal natürlich im Beruf. Ich war früher 2 bis 3 Mal in der Woche auf der Bühne, habe Texte vorgetragen, manchmal ja so getan, als wäre ich Musiker am Klavier. Das darf ich jetzt nicht mehr. Mitte März 2020 ist das verboten worden. Im Nachhinein stellt sich raus, der Grund, den die dafür gegeben haben, war Schmarrn. Also da hätte man nach 2, 3 Wochen hätte man eigentlich feststellen müssen, oh, da haben wir uns vertan. Jetzt stellen wir uns hin und sagen, Leute, wir haben uns geirrt, das kann einmal passieren. Ich glaube, es wären gar nicht einmal so viele Leute böse gewesen, weil jetzt zum Beispiel so jemand wie Markus Söder, da weiß man, dass der zwar eine strategische Schleue besitzt und eine tief sitzende kriminelle, naja, man kann es ja kriminelle Energie nennen, die ihn in Führerpositionen drängt, die auch mit Intrigen und so zu tun hat, aber dass er andererseits in Wirklichkeit ein extrem dummer Mensch ist, der kann sich halt einmal irren. Ein paranoider, dummer Mensch, dem kann man nicht wirklich böse sein, wenn er sich 3 Wochen lang in seiner Wohnung einsperrt und nicht mehr atmen traut, weil er irgendwie Angst hat, dass die Luft giftig ist oder irgend so. Jetzt bin ich vom Thema weggekommen. Okay, was habe ich verloren? Das war jetzt einmal der Beruf. Damit zusammenhängt dann natürlich das ganze kulturelle Leben. Wir haben ja jeden Tag irgendeine Veranstaltung gehabt. Ich habe da gern mal kassiert und als Tonmann agiert, obwohl das auch nicht wirklich gelernt habe. Aber es war eigentlich das Ganze drumherum, also das Kulturelle drumherum, auch die Gespräche mit Leuten, dass man Leute trifft, dass man Leute kennenlernt und die immer wieder trifft mal und sagt, hey, bist du wieder da und wie geht's dir so und was hast du gemacht in der letzten Zeit? Das ist alles weg. Also das komplette berufliche und kulturelle Leben, auch die Kneipen natürlich, Freundschaften, Bekanntschaften, alles komplett weg, was mit irgendeiner Öffentlichkeit, mit auch zufällige Begegnungen und so zu tun hat, ist absolut weg jetzt seit 2 Jahren. Also das ist sicher ein Verlust und ob der für Freiheit sorgt, das kann ich jetzt auf Anhieb nicht beantworten. Ich denke mal eher nicht. Was haben wir noch verloren? Ich würde sagen Vertrauen. Sagen wir einfach mal den Glauben. Weil so Dinge wie, dass man sagt, ja, die Regierung, die machen jetzt zwar ihre Fehler, aber im Grunde meinen sie es nicht böse. Also das ist ja eine Art von Glauben. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Politiker sieht, von dem man weiß, hier Verbrechen, Cum-Ex und Wirecard und dann damals dieser Wirtschaftsgipfel in Hamburg und so. Also da weiß man, das ist einfach ein Verbrecher, aber man denkt sich im Hinterkopf, naja, vielleicht ist er kein böser Mensch, sondern also diesen Glauben, aber es geht tiefer. Das geht tiefer bis zu dem, dass man dann anfängt zu zweifeln, ob da überhaupt jemand dabei ist in den entscheidenden politischen Instanzen, der anständig ist und menschenfreundliche Ziele verfolgt. Weil die kann man ja der Reihe nach durchgehen. Da ist halt dann die Regierung, von der wir wissen, jetzt nach 2 Jahren, die hat wissentlich Dinge getan, die extrem schädlich waren. Wir wissen vielleicht noch nicht 100% oder sind uns noch nicht einig, warum sie das getan haben. Aber sie haben es getan, das ist dokumentiert und nachgewiesen. Dann kommt die Legislative, der Bundestag, den es eigentlich nicht mehr gibt. Es heißt jetzt immer
Bund-Länder-Beschlüsse. Also nach 2 Jahren sind wir jetzt so weit, dass es auch nicht mehr erklärt wird, dass das ein Ausnahmezustand ist, sondern es ist jetzt normal, wenn es neue Gesetze gibt. Und es gibt ja eigentlich jeden Tag neue Gesetze und Verordnungen. Dann sind es immer Bund-Länder-Beschlüsse. Das ist in der Verfassung oder im Grundgesetz überhaupt nicht vorgesehen. Also das gibt es überhaupt nicht. Und dann kommt die dritte Säule der staatlichen Gewalten, wie man sagt. Das ist dann die Jurisdiktion, also die Gerichte bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht. Von denen wissen wir jetzt auch, sie handeln wissentlich falsch und gesetzwidrig, verfassungswidrig. Also haben wir eigentlich, oder habe ich zumindest, diesen Glauben, dass da im Grunde gute Absichten dahinter stecken und dass halt immer ein paar Typen dabei sind, die dann irgendwas in die Tonne treten, weil sie persönliche Vorteile sich davon erhoffen oder draus ziehen natürlich. Ja. Diesen Glauben haben wir jetzt abgelegt oder habe ich abgelegt. Da kommt dann überhaupt insgesamt die Fähigkeit, dass man an irgendetwas glaubt, das merkt man ja normalerweise nicht. Wenn man an Dinge glaubt, dann macht man das ja nicht aktiv, sondern wenn einer kommt und sagt, du, das Gras kommt übrigens deswegen aus dem Boden, weil unten einer drückt, dann sagt man so ein Schmarrn, das Gras wächst, weil da Wurzeln sind und die bilden dann Strukturen und diese Strukturen gehen immer weiter auf. Aber das glaubt man ja nur. Wissen, Wissen tut man das letztlich nicht. Oder wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, da in dem Zug, der gerade vorbeifährt, der ist randvoll mit Steine, dann sagen wir, nein, das glaube ich nicht. Also man glaubt es nicht und ich denke, wir oder ich zumindest haben gelernt in diesen 2 Jahren, wo wir ununterbrochen belogen und betrogen worden sind und zwar auf die dreisteste Weise, glaube ich, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe, zumindest in dieser Dauer, habe ich gelernt, eigentlich gar nichts mehr zu glauben. Und das Konzept von Glauben überhaupt in Frage zu stellen. Wenn einer irgendwas behauptet, dann tendiere ich jetzt dazu, dass ich nachschaue und wieder nachschaue und nochmal nachschaue und in die dritte Dings. Und wenn irgendwo dann was drinsteht, dann schaue ich nochmal in die Fußnote und schaue bei dem, der da in der Fußnote erwähnt wird, schaue ich wieder in die Fußnoten. Und irgendwann kriegt man dann so ein Gefühl, okay, jetzt weiß ich nicht alles. Aber ich weiß zumindest, wie es ungefähr ist und ich weiß, dass ich belogen worden bin. Das gilt dann auch für die Medien. Ich bin jetzt kein Mensch, der sich in den letzten 10 Jahren mit der Tagesschau beschäftigt hätte. Oder ich habe die Süddeutsche Zeitung schon vor vielen Jahren abbestellt, weil es unerträglich war, dass es da nicht mehr darum ging, Informationen zu vermitteln, sondern mir zu sagen, was ich über die Dinge zu denken habe. Und da sind aber viele Leute bis zu dieser Corona-Geschichte immer noch so drin verfangen gewesen, dass sie im Grunde gesagt haben, ja, da stehen schon manchmal falsche Sachen drin, da stehen auch mal richtige Lügen drin. Und da ist jetzt gerade, wenn es um die, was man vor 20 Jahren angefangen hat, oder schon länger her, vor 25 Jahren angefangen hat, immer die Reformen zu nennen, das ist natürlich reine Propaganda, was die da betrieben haben. Das hat eigentlich jeder gewusst, okay. Da ist schon auch die Propaganda drin, aber im Grunde werde ich informiert. Und dann kommt halt dazwischen ein bisschen Propaganda und hier und da mal eine Falschmeldung, Fehler, vielleicht auch einmal eine richtige Lüge. Jetzt wissen wir nach 2 Jahren, es ist im Grunde alles Lüge. Und wenn man Glück hat, kommt zwischendurch einmal, schlüpft was durch, wo man dann sagt, hoppala, wie kann denn das sein? Und es wird aber dann meistens auch gleich wieder versteckt und vergessen und Schwamm drüber, Teppich ausgerollt und dann ist das wieder weg. Also die Fähigkeit zu glauben, so wie man früher an die Kirche geglaubt hat, jetzt nicht in dem Sinn, wie Leute, Menschen an Gott glauben, was ja ganz was anderes ist, aber dass man sagt, die Kirche ist die gute Institution und die führt den Menschen durch die Welt und durch sein Leben. Dieser Glaube, der sich bei uns heute auf Regierung, Politik, Medien bezogen hat, der ist jetzt weg. Alle Reste davon, die noch da waren. Und das gilt natürlich genauso für die Wissenschaft, wenn man merkt, die gesamte Wissenschaft, die in den 2 Jahren zitiert worden ist, besteht im Grunde eigentlich nur aus Fantasie, also aus Modellierungen, sagt man dann immer. So, dass wie, also im Grunde die Wissenschaft, die man heute betreibt, ist weitenteils so, dass ich jetzt sage, hier, da ist ein Grashalm,
und der ist jetzt 2 Zentimeter gewachsen, jetzt schon im Winter, wo es so kalt ist, wenn der jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann wächst er 3 Zentimeter und dann verdoppelt sich das jeden Tag. Und wenn ich dann im Juli hinschaue, dann ist dieser Grashalm 48.000 Meter lang. Da habe ich sämtliche Faktoren, die mit Realität zu tun haben, ausgeblendet. Und das macht heute die Wissenschaft auch. Die stellt sich hin und sagt, wie es morgen sein wird. Also die versucht nicht mehr herauszufinden, was ist, sondern versucht uns einzureden, was sein wird. An so einer Wissenschaft, naja, glauben soll man an Wissenschaft ja sowieso nicht, sondern man lässt sich halt von der Wissenschaft die Welt erklären, aber von so einer Wissenschaft lässt man sich ganz bestimmt nichts erklären, nachdem man dann das dritte oder vierte Mal gesehen hat, dass das, was die prophezeien, ja gar nicht eintrifft. Das ist auch wieder wie in der Kirche, wenn sich ein Prophet hinstellt und sagt, im Jahr 1000 geht die Welt unter und dann kommt das Jahr 1000 und die Welt geht nicht unter, dann sagt man danach, ja, dieser Prophet hat sich offenbar geirrt. Dann gibt es natürlich immer Sekten, die da weiterhin glauben dann. Es gibt ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hießen, aber es gab auch mal so eine Sekte, die geglaubt hat, dass die Welt untergeht und dass aber sie, weil sie so heilig und religiös sind, sie werden gerettet. Und zwar von UFOs, die dann rechtzeitig auf die Welt kommen, also auf die Erde. Und dann ist aber der Weltuntergang ausgeblieben und die UFOs sind auch nicht gekommen. Und dann haben die Erklärung dafür gefunden, okay, die UFOs sind deswegen nicht gekommen, weil wir mit unserem festen heiligen Glauben verhindert haben, dass die Welt untergeht. Und deswegen waren die UFOs halt gar nicht nötig und deswegen sind sie auch nicht gekommen. Also man kann sich in so einen Glauben schon noch weiter reinverrennen. Man kann auch sagen, ich habe jetzt hier eine Erkältungskrankheit, die von einem im Labor hergestellten Virus stammt und dieser Virus hat eine besondere Eigenschaft, dass wenn die Erkältungskrankheit eigentlich schon wieder vorbei ist, er dann mit seinen Spike-Proteinen eine allergische Reaktion auslöst, die zu einer sehr schweren Erkrankung führen kann und da kann man auch dran sterben. Das ist mal das, was man erkannt hat. Und dann sind Wissenschaftler, also jetzt echte Wissenschaftler hergegangen und haben gesagt, ja gut, wenn wir da eine allergische Reaktion haben, dann geben wir die Leute auch Antihistaminika, die sind billig, gibt es in jeder Apotheke. Und die muss man ihnen halt früh genug geben, dann kriegen sie das gar nicht erst. Dann gibt es aber die Gläubigen, also die den festen Glauben haben, die sagen dann, nein, wir müssen diese Leute wegsperren, damit sie die anderen nicht gefährden. Und deswegen muss jeder, der diese Krankheit hat und auch der, der sie nicht hat, sondern der bloß, also die Krankheit, so muss man auch noch erzählen, die Krankheit gibt es überhaupt nur, weil man testet. Man weiß das sonst gar nicht, dass man die Krankheit hat oder dass es jetzt eine andere Krankheit ist. Aber jedenfalls, diese Leute müssen dann sich zu Hause einsperren, so lang, bis diese allergische Reaktion kommt. Und wenn es dann zu spät ist, sie noch zu behandeln, dann sollen sie ins Krankenhaus gehen. Da steckt man ihnen dann ein Rohr in den Hals und dann wird Luft reingepumpt und dann sterben sie. Wie bin ich jetzt dahergekommen? Ach so, ja genau. Und dann sagt man, ja, diese Medizin da, diese billige Loratadin oder wie es heißt, das taugt nichts, weil das ist so billig, das kann gar nichts taugen und außerdem handelt es sich hierbei um eine andere Krankheit, die hat nichts mit der Allergie zu tun, das kann man alles leugnen. Das ist ja, dann kommen halt die Modellierer und sagen, ah, das ist so und so und hier haben wir ein Modell. Und dann sagt man, jetzt gibt es eine gentechnische Spritze, aber wenn man die den Leuten gibt, dann sind sie immun gegen die Krankheit. Das ist jetzt so ähnlich wie mit den UFOs. Also man sagt, die Welt ist zwar am Untergehen, aber die UFOs werden kommen. Jetzt hat man diese gentechnischen Spritzmittel, gibt man die Leute und dann stellt man fest, das nützt überhaupt nichts. Die kriegen in seltenen Fällen zwar Nebenwirkungen, aber helfen tut es gar nichts. Vor allem macht es nicht immun. Ja, dann sagt man, dann geben wir ihnen eine zweite Spritze, weil es war eigentlich von Anfang an klar, dass man da zweimal gespritzt werden muss mit einem Abstand, der war einmal ein halbes Jahr, dann 4 Wochen, dann 3 Monate, je nachdem, wie gerade einer so halt die Sterne deutet. Dann stellt man fest, das nützt beim zweiten Mal wieder nichts. Dann gibt man ihnen halt eine dritte Spritze, diesmal ein bisschen schneller. Weil wenn sich rausstellt, dass etwas nichts nützt, dann muss man halt das einfach nochmal machen oder mehr davon machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sehe, der Rasen oder der Fenchel da, der wächst nicht gescheit, dann sage ich, gut, dann schütte ich halt ein Benzin drauf. Und dann stelle ich fest, jetzt wächst er immer noch nicht gescheit, er geht sogar ein, teilweise. Und dann muss ich einfach mehr Benzin drauf schütten. Und deswegen sagt man dann, ja, wenn die dritte Spritze jetzt auch wieder nichts hilft, dann muss ich halt eine vierte. Also das sind so
alles so Glaubensdinger. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute diese Fähigkeit überhaupt an irgend so Glaubenssysteme zu glauben, in den letzten 2 Jahren ziemlich verloren haben. Was haben wir noch verloren? Angst. Angst haben wir verloren, oder habe ich zumindest verloren, weil irgendwie ist man doch immer ein bisschen unsicher, dass man so denkt, ja, jetzt habe ich da die Bühne und die Arbeit und die Kneipe und die Freunde und so. Was ist denn, wenn das alles einmal verloren geht irgendwie? Wenn das alles weg ist auf einmal, ja, und dann ist es weg, dann kann man sich nicht mehr davor fürchten. Dann ist es halt weg, und was machst du jetzt? Also was weg ist, kann man nicht mehr befürchten, dass man es verliert. Und andererseits verliert man aber auch die Angst vor denen, vor den Verbrechern, die es einem weggenommen haben. Weil was sollen sie denn jetzt noch machen? Okay, die finden immer wieder neue Ideen, dann kommen sie halt jetzt mit dem Hubschrauber wieder dahergeflogen und sagen, du darfst das Haus nicht mehr verlassen und du musst 3.000 Euro zahlen, wenn du dich auf die Straße stellst mit der Kerze in der Hand. Und wir sehen dich von oben, wenn du das machst. Also wenn ich jetzt hier Kerze in die Hand nehme, naja, hier wahrscheinlich nicht. Also die Einschüchterung geht schon weiter. Man sagt, man findet dann so neue Definitionen, wie dass man sagt, wenn 2 Personen sich auf der Straße in einem Abstand von weniger als 1,5 Metern zusammenstellen zum Zweck des Meinungsaustauschs oder der Meinungsäußerung, dann ist das eine verbotene Demonstration. Also weiter kann man eigentlich kaum noch gehen mit der Repression, zumindest bevor man richtig zuschlägt, dass man zu jemandem sagt, wenn du jetzt deinen alten Freund triffst und du gehst näher als 1,5 Meter hin und dann sagst zu ihm, ah du, ich habe neulich die neue Serie da gesehen und die ist ziemlich spannend, und dann ist es eine Meinungsäußerung. Und er sagt, ja, die kenne ich auch, und dann habt ihr auch noch dieselbe Meinung. Also es ist eine Zusammenrottung und eine verbotene Demonstration, kostet 3.000 Euro Strafe. Also die Versuche, einem Angst zu machen, gehen natürlich weiter, aber irgendwie ist das lächerlich. Ich meine, was sind das für Leute, die mit derartig absurden und skurrilen Verboten versuchen, den Leuten Angst zu erhalten, weil um die Angst geht's ja letztlich. Mit der Angst kann man beherrscht werden, weil dann sagt man, ich verstehe das alles nicht, was da passiert. Ich hoffe mal, dass die mächtigen Leute, also Regierung, Polizei, Pharmaindustrie, Militär, dass die das dann schon in den Griff kriegen, weil ich bin zu blöd dafür. Wenn man die Angst verliert, dann sieht man auch, was da für eine Scheiße läuft. Und dann kann man es vielleicht meinen, dann kann man drüber streiten, machen die das jetzt, weil sie böse sind oder machen sie es, weil sie dumm sind. Das spielt im Endeffekt ja keine Rolle, aber man hat jedenfalls nicht mehr richtig Angst davor. Also was haben wir verloren? Angst, blindes Vertrauen, Glauben, Glaubensfähigkeit. Kann ich darauf verzichten. So viele Freunde zu verlieren, die teilweise, ich weiß nicht, wie es da andere Leute geht, aber mir ist so gegangen, es waren auch Leute dabei, nicht direkt Freunde, Bekannte, die völlig auf diesen Quatsch reingefallen sind und bei denen ich mir dann, das ist vielleicht im Nachhinein ein Irrtum, aber bei denen ich mir dann gedacht habe, naja, also der oder die war doch eigentlich immer schon ein bisschen blöd, also ganz sympathisch, ganz so richtig zusammenpasst. Also da hat sich schon auch was vielleicht aufgeräumt. Ist dann auch nicht der große Verlust. Und dass so Geschichten wie auf Bühnen auftreten und so irgendwann mal enden muss, naja, da fängt jetzt vielleicht schon das Abfinden an. Vielleicht habe ich das auf der anderen Seite auch noch gelernt. Auf der einen Seite sich mit Dingen abzufinden und auf der anderen Seite aber festzustellen, mit welchen Dingen ich mich niemals abfinden werde. Niemals. Und dann kann man das trennen und dann kann man sagen, okay, 75% vom Bekanntenkreis sind weg und die Hälfte davon, da ist gar nicht schade drum. Aber die andere Hälfte, um die ist schade, und das ist dann das, was wirklich wehtut, der Verlust. Wo auch keine Freiheit daraus entsteht, sondern eher so ein dauerndes Warten und so eine Sehnsucht. Aber keine Sorge, das holen wir uns alles zurück. Und zwar bald.
Ja, und dann ist es ja auch so, also wenn, normalerweise hat jeder Mensch irgendwie eine Scheu, Dinge zu tun, die verboten sind. Das ist ganz normal, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und die Verbote sind ja nicht ganz umsonst da zum Teil. Also hat man eigentlich immer so eine Scheu, man scheut davor zurück, Dinge zu machen, die verboten sind. Manchmal macht es auch Spaß, verbotene Dinge zu machen, aber das sind dann meistens harmlose Sachen. Wenn man dann aber so einen Punkt erreicht, wo man feststellt, es ist eigentlich alles verboten. Alles ist verboten. Naja, dann kann man eigentlich genauso gut auch alles tun, was man für richtig hält. Dann vertraut man ja zum Beispiel auch oft in Sachen, die man eigentlich gar nicht so genau weiß, wie dass so ein Zwetschgenbaum nächstes Jahr auch wieder Zwetschgen trägt oder sowas. Das kann man ja nicht so genau wissen. Und wenn man erst einmal den Glauben oder dieses Grundvertrauen an Dinge verloren hat, dann stellt man aber auch fest, eigentlich ist es ja auch egal. Weil es kommt halt irgendwas anderes daher. Wenn sich die eine Welt auflöst, dann bildet sich halt eine neue Welt. Und wenn manche Leute verschwinden, dann kommen halt wieder andere Leute daher. Und wenn die Kultur, die wir gekannt haben, weg ist, dann kommt halt eine andere, kommt halt wieder was Neues.